Dann berechnen wir doch direkt das Beispiel, das wir hier eben hatten. Bestimmen also das Volumen des Rotationskörpers der Funktion f von x gleich Wurzel x im Intervall 1, 2. Einmal rotieren wir dabei den Graphen um die x-Achse und einmal um die y-Achse. Deswegen entstehen diese zwei Rotationskörper. Okay, wir hatten gesagt, die Funktion f von x ist Wurzel x. Das war gegeben. Und dann ist die Umkehrfunktion, die schreibe ich als f inverse von x, gerade x hoch 2. Das ist ja bekannt. Wurzelfunktion ist die Umkehrfunktion, die Parabel. Und dann hatten wir noch die Grenzen a 1 und b gleich 2. So, und jetzt muss man nur noch einsetzen und dann hat man das schon. Das erste Volumen ist ganz leicht. Pi mal Integral über 1 bis 2 von f Quadrat von x. F von x ist Wurzel x und dann ist f Quadrat von x gerade Wurzel x Quadrat. Wurzel Quadrat hebt sich weg, also bleibt x. So, und ja, das kann ich jetzt ganz einfach mit der Potenzregel integrieren. Das ist 1 halb x Quadrat integriert. 1 bis 2. Und jetzt setze ich gerade ein. 2 Quadrat ist 4 mal 1 halb ist 2. Minus, jetzt setze ich 1 ein. 1 Quadrat ist 1 mal 1 halb ist 1 halb. Und 2 minus 1 halb ist 3 halbe. Pi hinten dran und dann habe ich schon das erste Volumen. Für Rotation um die y-Achse gehe ich ähnlich vor. Ich setze auch nur ein. Ich brauche hier f von a. A ist 1. F von 1 ist Wurzel 1. Und Wurzel 1 schreibe ich euch erstmal hin. Wurzel 1. Und f von b. B ist 2. Ist also f von 2. Also steht hier Wurzel 2. So. Wurzel 1 ist aber 1. Kann ich ganz einfach so lassen. Und dann steht hier f invers Quadrat von x. F invers von x ist x Quadrat. Und das muss quadriert werden. Also x Quadrat Quadrat. Also x hoch 4 dx. So, jetzt wird wieder gewöhnlich integriert mit der Potenzregel. Das ist 1 Fünftel x hoch 5. In den Grenzen 1 bis Wurzel 2. Ja, und jetzt setze ich nur ein. Ich habe 1 Fünftel mal Wurzel 2 hoch 5 minus 1 Fünftel mal 1 hoch 5. 1 hoch 5 ist 1, also gerade 1 Fünftel. Und jetzt kann ich noch das 1 Fünftel vorne rausnehmen, ausklammern und dann steht hier Wurzel 2 hoch 5 minus 1. Und das lasse ich einfach so, wie es ist, stehen.